Okay, ich weiß, wo ich alles jetzt hingehen muss. Wir müssen nach Wiesla. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Da geflügelten Insekten. Das sind Missgestalten. Tartarus, es kommt in den Nachrichten. Das sind ziemlich furchterregende Neuigkeiten. Okay, wir müssen zu Damon. Die geflügelten Bände passt perfekt auf den Käfertrainer. Verstehst du was? Ich muss ihnen die Stempelkarten geben, oder? Hä, das stimmt, Volltreffer. Habe ich doch gewusst. Oh, aber du musst mir erst das Passwort verraten. Schieß los. Wie lautet es nochmal? Wie geht's, wie steht's? Das ist richtig, du hast ein gutes Gedächtnis. Ach, das war doch nicht ein... Das war 50-50 Chance, ganz ehrlich. Ach, das war doch nichts Besonderes. Hier hast du eine kleine Belohnung. Yay! Oh, danke. Nun werde ich mich mal um deine Stempelkarte kümmern. Stempel! Das ist meine dritte. Wie lautet der Hinweis auf das nächste Versteck? Hinweis lautet... Niemand scheint sich diese Hinweise sonderlich gut zu merken zu können. Ach ja, richtig. Es ist der Dorfvorsteher. Oh, ups. Jetzt ist mir die Antwort rausgerutscht. Der Dorfvorsteher? Danke. Was geht, alter Knacker? Ich bin wegen der Schnitzeljagd von Mao hier. Bitte stempeln Sie diese Karte ab. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Hä? Mein Onkel in Faro will unbedingt so ein neumodisches Spielzeug haben. Das Supermounts oder sowas in der Art. Laserkanone? Bestimmt sowas wie eine Laserkanone, oder? Das hört sich nach einem guten Spielzeug an. Ja, genau das war's. Er wollte eine Laserkanone. Jetzt kann ich ihm seinen Wunsch erfüllen. Und was wolltest du von mir? Ich bin wegen der Schnitzeljagd von Mao hier. Bitte bestempeln Sie diese Karte ab. Die Schnitzeljagd von Mao? Ach, du meinst dieses Büchlein hier, oder? Büchlein? Das Handbuch der Schatzjagd. Ich hab's irgendwo hingestellt. Im Ernst? Meinetwegen kannst du gerne danach suchen. Der Stempel sollte bei dem Buch sein. Super, dann sehe ich mich mal um. Auf geht's, hier gibt's bestimmt 100 Bücher. Uns bleibt nichts anderes übrig, als alles andere wie zu kämpfen. Hoffentlich finden wir es. Guter Plan. Ich weiß, wo das ist. Was ist denn das? Hast du was gefunden? Die honigsüße Wiesla-Diät. Was soll das denn sein? Du solltest die Suche etwas ernster nehmen, Red. Okay. Was ist denn das? Hast du was gefunden? Die honigsüße... ja... Mädchen, halt die Mo... Egal. Ein Führer zum Schätzen von Mao. Das muss es sein. Was steht da? Tief in den dichten Wald, der Schatten im Wald, wo der Gott schlummert. Wald? Das kann nur... ich weiß, du musst es nicht extra laut sagen. Da klemmt noch was zwischen den Seiten. Stempel erhalten. Da, Stempel, den hätte ich fast vergessen. Stempel, hey, das wollte ich schon die ganze Zeit mal sagen. Jetzt haben wir 4. Insgesamt gibt es 5, also müsste der nächste, ja. Stimmt, los, bringen wir jetzt hinter mir. Ich weiß, wo der ist. Jetzt ist er in, Samoyede. Ich glaube, wenn ich nicht geguckt hätte, hätte ich richtig lange hier gesucht. Vielleicht auch nicht, aber trotzdem. Ich will es auch schnell hinter mir haben. Warte! Was ist dieses Teil da oben? Und was Bewegung macht... Okay, das hat gerade Sex mit dem Haus. Naja, jeder hat seine Vorlieben. Zurück zu Asmodeus. Nächstes Ziel. Samoyede. Ein Wald, das kann nur Samoyede sein. Tief in den dichten Wald, der Schatten im Wald, wo der Gott schlummert, das ist der Hinweis. Dann befindet sich also wirklich fast tief im Waldsinneren. Ich nehme an, schauen wir es nochmal nach. Ich weiß, wo das ist. Hier in dem Wald soll es versteckt sein? Sieh dich gründlich um. Und es ist hier.
Ah, hier im Schatten der Säule ist er. Der Stempel. Geschafft, jetzt haben wir alle 5. Okay, auf geht's. Stempel. Jetzt müssen wir nur noch Usir davon berichten und dann gehört der Belohnung uns. Okay. Gibt es eigentlich neue P-Kristalle oder so? Wie viel Leben ich habe, heftig. Nö, 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 nö. Ich werde heute sehr viele Parts aufnehmen. Einen Vorrat haben dann. Oder alle hochballern. Ich baller alle hoch und jeden Tag zeige ich dann einen Part. Mau. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Sehen Sie mal, ich habe alle Stempel. Ja, wirklich, ich hätte nie gedacht, dass jemand jemals alle finden würde. Na gut, dann muss ich dir wohl zur Belohnung einen sagenhaften Schatz geben. Ja, was es wohl ist. Hihoho! Er hat mir eine geblasen. Glückwunsch, hier ist die unbezahlbare Belohnung, ein Foto von mir aus meiner Jugendzeit. Ich bin mir sicher, dass es dich motivieren wird, noch härter zu trainieren, Grünschnabel. Dafür habe ich mich so abgeackert. Ich könnte es für dich signieren, wenn du magst. Pah, natürlich nicht. Es reicht, wenn sie mir nun freundlicherweise den baren Teil der Belohnung geben würden könnten. Na schön. Hat denn noch jemand daran teilgenommen? Ich hab's dir doch schon gesagt, du bist und warst der erste Teilnehmer. Aber den Job hing noch nicht lange aus. Ich hab mich sehr gefreut, als du aufgetaucht bist. Schön, dass ich ihnen eine Freude machen konnte. Kann ich das Bild jetzt mehr betrachten? Ich will das Bild mir mal ansehen. Dun, 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 dun. Ja, tanzt mal da ruhig weiter. Kabine. Album. Wo ist das Foto von Usir? Bibliothek, wie sieht's aus? Viel angeln, das muss ich auch noch demnächst machen. Nächstes Ziel. Nee, Ziel haben. Hier sind die Kürze, die du derzeit annehmen kannst. Giftrankenfüßerpflege. Bitte vernichte die Giftrankenfüßer, Giftrankenfüßer? Geh zu. Ja, ich hab mich schon gedacht, dass der alte Knacker wieder was von mir will. Haha, Chica Pupu. Ich habe ihren Jobauftrag angenommen. Was muss ich tun? Es geht um die Aquarien, die sind alle von Giftrankenfüßern befallen. Ich brauche jemanden, der sie alle entfernt. Moment mal. Was sind denn Giftrankenfüßer? Was? Du weißt noch nicht mal, was Giftrankenfüßer sind? Wie der Name schon sagt, sind es Rankenfüßer, die sich mit Gift schützen. Du musst auf sie zielen, wenn sie gerade ein Gift ausstoßen. Und sie dann Luft zurückziehen. Ich habe so eingerichtet, dass auch alle Aquarien betreten kannst. Fang an, wenn du bereit bist. Warte, gleich nach der Aufnahme werden sie meine Geschwister sehen. Okay, ich weiß Bescheid. Ich bin sofort wieder zurück.
Also, wo finde ich denn diesen Gifttrankenfüßer? Auf jeder Ebene des Aquariums. Fang bei, ersten Untergeschoss an und arbeite dich dann hoch und nach unten vor. Alles klar, ich zerstöre es. Ja. Du zerfetzt alles. Geht klar. Ich werde jetzt noch in diesen Part nachkommen. Und wo seid ihr? Willst du mich verarschen? Ich bin hier fertig, gut, dann mache ich auf der nächsten Ebene weiter. Du dicker Fisch, warte. Ey, das ist bisher so easy. Ja, dann geht's zur nächsten Ebene. Ich denke langsam, dass meine Geschwister da lang... Mann! Zum zweiten Untergeschoss. Dass meine Geschwister das mit Absicht diese lauten Geräusche machen. Die Welt hat mit... Ach, egal. Das war's, ich hab alle gut da bekommen, wieder zurück nach oben. Ach, zum Glück wird's übersprungen. Diese Arbeit hasse ich wirklich, ich bin beeindruckt, dass du es so schnell erledigt hast. Hey, das war keine große Sache für mich. Hier ist eine Belohnung. Wo meinem besten Lehrerlinge hätte ich auch nichts anderes erwartet. Gahaha. Wann fängst du eigentlich bei mir als Vollzeitlehrling an? Ach, mal sehen, vielleicht nächstes Mal. Ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Wir sind gerade beim vorletzten Kapitel, wollte ich gerade so anmerken. Ich glaube, ich werde das auch wie Final Messenger machen. Jeden Tag ein Part hochladen oder ja, ein Part immer machen. So, besser kann ich in der Zeit, wo die Parts schon oben sind und die einfach... da kann ich einfach in der Zeit auch andere Parts, andere Spiele dann durchstarten. Ach, das Kapitel. Ruf der Fänge. Es gibt 10 Kapitel. Nein, wir sind beim Vorvorletzten. Die Stimmung in der Stadt ist so schwermütig und bedrückend. Laut Berichten wüten die Schatten immer noch in der Stadt. Wir müssen was gegen sie unternehmen. Die Kurversäge kämpfen just in diesem Moment gegen sie. Was sind mit den beiden Hybriden? Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als nach ihnen zu suchen. Hey Red, wie läuft's? Quebec? Die Kubas und ich sind gerade auf der Suche nach den beiden, hinter denen ihr her seid. Aber wir kommen nicht voran, weil die Stadt mit mir immer mehr Probleme zu kämpfen hat. Im nächsten Part.